bin Dirk Klein, hier im Haffus seit über 10 Jahren tätig. Bin aktuell Manager für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ja, die Inhaber haben 1999 die Anlage übernommen, haben sich sehr schnell schon dazu entschieden, die Wärmeversorgung mit Holzhackschnitzeln zu nutzen. Und mit der Erweiterung der Anlage, gerade in den letzten 3 Jahren, war uns klar, dass wir natürlich an großen Mengen an Energie auch außerhalb des normalen Gasttourismus nutzen werden. Das haben wir probiert zu optimieren und effizient zu gestalten und konnten in dem gesamten Bereich der Anlage halt auch eine neue Benchmark aufsetzen, was den Kilowattstundenverbrauch pro Gast an Strom und an Wärme angeht. Wir haben 2014 angefangen mit einer ganz einfache Energieberatung. Und wir haben natürlich auch sehr gerne die Hilfe des Energieministeriums in Anspruch genommen, mit MV Effizient hier einige Stammtische bei uns durchgeführt. Auf energie.haffus.de wird alles ganz transparent dargestellt, ja, welche BHKWs laufen, welche Temperaturen hat der Pool oder die Wärmespeicher und wie ist der Akkustand. Gerade aktuell läuft eine Wärmepumpe und kann man nachvollziehen, wie viel produziert denn so eine Photovoltaikanlage. Viele denken, so eine dezentrale Energieversorgung ist überhaupt nicht möglich. Und wir zeigen, dass es in so einem komplexen Hotelbetrieb funktionieren kann. Dadurch, dass wir losgelöst vom Stromnetz uns dezentral selbst versorgen, so kann es jetzt sein, dass wir ja jede Menge Photovoltaikleistung haben, die vielleicht mehr Strom produziert, als wir überhaupt verbrauchen. Dann heißt es für uns natürlich, na klar, wir müssen unsere Autos vollladen. Wir animieren natürlich auch die Gäste, möglichst zu diesen Zeiten ihre Fahrzeuge zu laden. Und wir haben natürlich Möglichkeiten, zum Beispiel mit Power2X den Strom dann auch in Wärme mithilfe einer Wärmepumpe umzuwandeln. Aktuell gibt es noch das Projekt, dass wir unseren Kältespeicher erweitern wollen, also dass wir dann im Sommer hauptsächlich auch mit dem Überschuss an Strom Kälte produzieren. So probieren wir natürlich die Sektorkopplung zu optimieren. Man darf ja nicht vergessen, dass ein Einspeisen und Ausspeisen in dem Batteriespeicher ja auch 10% Verlust an Energie bedeutet. Also heißt es für uns, um wieder bei Effizienz anzukommen, wenn Energie bereitsteht, die nach Möglichkeit sofort zu nutzen. Und wenn man dann erstmal sieht, was möglich ist und man erstmal Blut geleckt hat, dann ist das wie so eine kleine Sucht und dann möchte man nachher alles. Also man hinterfragt sich eigentlich in jeder Situation, geht da noch was? Und das macht dann nachher auch Spaß. Möchten auch Sie Energie sparen oder Wärme, Kälte und Strom mit erneuerbaren Energien selbst erzeugen? Dann vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin oder besuchen Sie einen unserer Stammtische.